Dieser neue Mutanten-TV-Man und seine Armee möchten mich und den Lautsprecher angreifen. Doch der Lautsprecher und ich bauen die sicherste Skibidi-Base, um uns vor TV-Man zu schützen. Aber im Kampf gegen den TV-Man passiert etwas Unglaubliches. Bleib bis zum Ende dran, um zu erfahren, was passiert. Ach du grüne Neune, was will denn dieser Mutanten-TV-Mann von mir? Hilfe! Hilfe, Freunde, ich hab nur ein Herz. Oh, Mann, was ist denn das gewesen? Freunde, ich hab's. Geht weg von mir, ihr Mutanten-TV-Männer. Lasst mich in Frieden. Lasst mich in Frieden. Schnell, schnell, schnell. Freunde, ja, geht weg von mir. Was wollt ihr denn von mir? Ich hab euch doch gar nichts getan. Verschwindet. Nein, 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 Freunde. Boah, kann ich mich hier verstecken? Och, nee, sie kommen immer noch auf mich zu. Nein, 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 nein. Lasst mich in Frieden, diese blöden Mutanten-TV-Männer. Boah, Freunde, ich glaube, ich muss mich hier erstmal kurz verstecken. Puh, schaut mal, Freunde, sie verschwinden nun endlich wieder. Lasst uns in Ruhe und... Wartet mal, Freunde, ist das nicht der Lautsprecher von Skibidi Toilet? Moment mal. Hallo, Lautsprecher, kannst du mir vielleicht helfen mit einer riesen Bazooka oder sowas? Ich muss mich vor diesen Mutanten-TV-Männern retten, die jagen mich. Wartet mal, was steht denn da? Ich helfe dir im Kampf gegen den Mutanten-TV-Man. Alle Sachen sind in den Kisten, Freunde. Wow, wie cool! Der Lautsprecher und ich kämpfen also gegen den Mutanten-TV-Man. Freunde, er hat auch so eine coole Bazooka. Ich würde sagen, wir legen uns mal ganz kurz in dieses Bettchen rein, legen uns hin und schauen dann einfach mal morgen, dass wir uns eine richtig sichere Base bauen. So, erstmal hinlegen. Ach, guten Morgen, Freunde. Da bin ich ja, ein neuer Tag. Und falls ihr euch wundert, ich habe hier so eine schusssichere Weste an, dass mir nichts passieren kann. Und, wow, Freunde, schaut mal, der Lautsprecher hat schon mit der Base angefangen zu bauen. Wie cool, danke, lieber Lautsprecher. Ich würde sagen, Freunde, das wird eine richtig coole Base. Und wir schauen mal, warte mal. Da hinten ist immer noch Mutant-TV-Man. Wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen. Hier meinte, hier gibt's Werkzeug. Okay, dann nehmen wir schon mal das Schwert hier raus, die Spitzhacke und die Schaufel, Freunde. Das können wir nämlich auf jeden Fall gebrauchen. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns direkt mal. Was hat er denn angefangen? Er hat hier mit Obsidian angefangen. Das heißt, er möchte hier so eine Obsidian-Schicht drumherum haben. Okay, ich würde sagen, dann machen wir das doch auch, Freunde, oder? Einmal hier Obsidian überall entlang. Das sieht doch schon mal richtig gut aus, Freunde. Denn ihr wisst ja, Obsidian ist richtig cool. Und Freunde, habt ihr gehört? Der Mutanten-TV-Mann macht wieder so gemeine Geräusche da hinten. Boah, Freunde, ich hoffe einfach mal, dass alles gut geht und wir gegen den gewinnen werden. Ich habe keine Lust zu sterben, aber habt ihr mal diese Bazooka vom Lautsprecher gesehen, Freunde? Wie cool ist das denn? Das sieht schon richtig, richtig gefährlich aus. Ich glaube, mit ihm an unserer Seite, ja, kriegen wir das locker hin. So, das heißt jetzt erstmal hier diese Base bauen. So, Freunde, ich würde sagen, wir haben den Anfang jetzt erstmal zusammen gemacht und ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal überall hier Lava drum und verbessere das dann. Bleibt unbedingt dran und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, schaut euch mal an. Das sieht jetzt alles schon richtig, richtig gut aus und ich bin gerade dabei, hier so eine Schutzstrecke noch hinzubauen. Guckt euch mal an. Den Graben habe ich auch schon richtig gut gemacht. Ich würde sagen, das sieht alles schon mal richtig, richtig gut und sicher aus, oder, Freunde? Wartet mal. Wer ist denn hier? Hier sind wieder diese kleinen Winzlinge. Oh, Freunde, jetzt müssen wir sie aber töten. Nimmt das hier. Oh, Freunde, die machen voll viel Schaden. Schnell, schnell, schnell. Nimmt das hier, ihr kleinen Winzlinge. Wartet nur, bis euer Papa kommt. Der wird auch sein blaues Wunder erleben. Renn, Synthi, renn. Die kommen echt schnell hinterher. Aua. Nimmt das hier, du kleiner Winzling. Schnell, Freunde. Nein, 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 nein. Lasst mich in Frieden. Ich will gegen euren Papa kämpfen. Zack. Den ersten haben wir, Freunde. Und den nächsten haben wir... auch noch. Puh, das war richtig knapp, Freunde. Das wird später ein richtig, richtig krasser Kampf gegen diesen Mutanten da hinten. Naja, was ist denn? Wartet mal, Freunde, habt ihr diese Kiste dort auch schon gesehen? Da ist so ein Schloss vorne dran. Die kann man gar nicht öffnen. Wir fragen mal den Lautsprecher. Ey, Lautsprecher, ich würde gern diese Kiste da öffnen. Was ist da denn drin? Was steht da? Die Kiste... darfst du erst am Ende des Videos öffnen? Ja, okay, Freunde. Dann warten wir halt und öffnen sie am Ende. Und übrigens, wenn du glaubst, dass ich diesen Kampf gegen den Mutanten-TV-Mann gewinne, dann lass mal unbedingt ein Like da. Denn nur dann kann ich gewinnen. In 3, 2, 1.
1. Jetzt, wow, Freunde, danke für eure ganzen Likes. Sehr schön, Freunde. Das heißt, wir werden es auf jeden Fall schaffen, denn ihr supportet mich hier alle. So, hier habe ich ganz kurz blöd gebaut. Dann einmal hier wieder. Und jetzt bauen wir hier einmal komplett diesen Weg entlang, Freunde. Denn das soll die Gegner ein bisschen ablenken, indem man hier dieses Muster so reinbaut. Das sieht so ein bisschen nach so einer Baustelle aus oder sowas. Kennt ihr dieses Muster? Ich würde sagen, das sieht doch echt schon mal richtig, richtig cool aus. Und das mache ich jetzt einmal um diese ganze Map herum, beziehungsweise um diese ganze, ja, Base herum. Einmal noch hier, zack, zack, zack. Das geht auch richtig, richtig schnell. Dann wieder hier die entlang. Und ja, ich würde sagen, die letzten Blöcke, die mache ich eben kurz alleine. Und dann machen wir gleich gemeinsam weiter, Freunde. Also, bis gleich. Freunde, schaut mal, wie cool das jetzt hier aussieht. Ich habe jetzt überall diese Sachen dran gemacht. Und was war das denn für ein Geräusch? Freunde, wer hat denn diese Kiste dahingestellt? War das etwa du? Ich war das wirklich nicht. Wart ihr das? Moment mal. Wartet mal, wer hat denn diese Kiste dahingestellt? Du kannst, bitte, sag mir, dass du das warst. Das ist sonst richtig unheimlich. Was steht denn hier drin? Hier ist ein Buch. Moment mal, Freunde, wir gehen mal ganz kurz zurück und schauen, was in diesem Buch hier drin steht. So, wir setzen uns hier mal ganz kurz hin und da steht: Ich werde kommen und dich vernichten. Böse Grüße, TV-Mann. Freunde, wir haben eine böse Nachricht vom TV-Mann bekommen, vom TV-Man. Oh, Freunde, was sollen wir denn tun? Wir müssen uns beeilen, Freunde. Der wird schon bald kommen und uns töten wollen. Komm, wir müssen die Base schneller bauen. Schneller, schneller, schneller. Leute, ihr müsst unbedingt dranbleiben. Ich bin so aufgeregt. Moment mal. Schnell zurück hier, Freunde. Alles zubauen, so schnell es eben geht. Und zwar baue ich jetzt hier nochmal so eine Obsidian-Schicht hin. Und danach so eine... Ja, so ein bisschen Zaun drüber, dass man da nicht durch kann. Freunde, wie unheimlich ist das denn? Der kommt hier einfach hin und... Was willst du, TV-Mann? Freunde, ich habe so Angst. Wir müssen uns wirklich beeilen. Kommt schon. Wir brauchen diesen Zaun. Wo ist der Zaun? Hier, Freunde, hier ist der Zaun. Ganz schnell. So, wir platzieren jetzt hier einmal überall diesen Zaun hin, Freunde, dass das wenigstens ein bisschen sicherer ist. So, denn ihr habt's gesehen. Der TV-Mann ist kurz davor, uns anzugreifen. Wir müssen also richtig schnell dranbleiben. So. Okay, einmal hier alles zu. Perfekt, 10 Blöcke haben wir noch. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal mehr holen. So sieht's aus. So, einmal hier. Wo haben wir es denn? Hier sind noch Eisengitter. So, Freunde, perfekt. Okay, ich würde sagen, das Grundgerüst ist jetzt schon mal ein bisschen sicherer und der kommt jetzt hier hoffentlich nicht durch. Aber wir müssen auf jeden Fall den Weg hier noch mit solchen Spinnenweben, Kakteen und so weiter sicherer machen. Und ist hier sonst noch was drin? Nee, sind hier Fußabspuren oder sowas? Fußabdrücke von TV-Man? Nee, Freunde, okay, ich würde sagen, wir lassen es dabei. Wir bauen mal die Kiste weg, dass hier nicht nochmal sowas hinkommt. So, Freunde, und kümmern uns jetzt als nächstes mal ein bisschen um unser Gebäude hier drin. Ich überlege mir mal gleich was. So, ich lege noch eben die Kiste hier einmal weg. Das muss ja nicht sein, Freunde. Ich überlege mir kurz was, wie wir das am besten bauen könnten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bleibt unbedingt dran. So, Freunde, da sind wir wieder zurück. Ihr seht, es hat sich wieder einiges getan. Ich habe jetzt hier schon mit Lasern angefangen, mit bisschen Sand. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall mal ein paar Kakteen hier hinsetzen. Wo sind denn die Kakteen? In welcher Kiste waren die nochmal? In der, glaube ich. Wir schauen einfach mal rein und ja, Freunde, hier sind die Kakteen. Kommt schon. Wie gesagt, Freunde, wir müssen unser Bestes geben, weil ihr habt's gehört. Hier war wieder dieses gemeine Geräusch von diesem komischen TV-Mutanten-Man. So, jetzt geht's erstmal darum, dass wir hier die Sachen hinbauen. Zumindest mal an die Ecken, Freunde. So, also hier wieder so ein Kaktus hin. Dann würde ich sagen, laufen wir nach hinten, platzieren hier wieder so einen Kaktus hin. Sehr gut, Freunde, dass schon mal diese Seiten hier ausgerüstet sind. Perfekt. Und als nächstes machen wir jetzt erstmal mit den Lasern weiter, Freunde. Denn ich weiß ja, ihr liebt ja immer, wenn ich hier mit ganz vielen Lasern rumspiele. Deswegen machen wir das auch direkt wieder. Und solange wir noch die Zeit haben, mache ich das auch sehr gerne, solange wir noch nicht angegriffen werden. So, okay, wo haben wir denn die Laser, Freunde? Sind die Laser? Hier sind die Laser. Perfekt. Die nehmen wir uns aus unserer Kiste raus und ich will unbedingt wissen, was sich in diesem Schloss hier befindet, Freunde, weil der Lautsprecher möchte mir das ja nicht sagen. Der steht hier nur mit seiner unglaublichen
unglaublich coolen Bazooka, Freunde. Wie krass ist das denn? Der hat einfach eine echte Bazooka. So, und wir bauen uns erstmal hier wieder die ganzen Laser hin. Sehr schön, perfekt, Freunde. Boah, ich glaube, diese Base, die wir heute bauen, ist richtig, richtig krass. Ich glaube, da kommt wirklich keiner durch. Mit diesem Zaun hier, mit diesen Lasern. Ich bin richtig, richtig stolz darauf. So, das heißt jetzt einmal noch hier alles zubauen. So, und ich würde sagen, Freunde, den Rest mache ich jetzt erstmal wieder alleine weiter. Und wir sehen uns gleich wieder. Wichtig ist, dass ihr unbedingt nicht verpasst, wenn dieser Kampf hier gleich losgeht. So, Freunde, guckt mal, wie cool das jetzt hier schon alles ist. Und ich habe einfach diese Sandebene nochmal um eins erweitert, dass wir jetzt hier überall Kakteen hinsetzen können. Schaut euch das mal an. Denn gegen Kakteen, da möchte wirklich keiner gegenlaufen, Freunde. Die tun ultra weh und die sind so pieksig und stachelig. So, und das müssen wir jetzt einmal komplett um die Basis hier herum machen. So, bis hierhin seht ihr es, dann wieder hier noch ein paar hin. Sehr schön, Freunde. Dann hier, okay, hier können wir jetzt kleine hinsetzen. Und ey, meine Kiste ist kaputt und diese Kiste hier ist immer noch da. Und ich frage mich einfach immer noch, was das ist, Freunde. Ich würde sagen, wir müssen jetzt noch einmal so eine Schicht voll mit Spinnweben hier vorne dran bauen. Und dann würde ich sagen, sieht das schon echt richtig, richtig gut aus. Aber wo sind denn Spinnweben? So, hier, Freunde, hier haben wir Spinnweben. Und zwar nicht gerade zu wenig, der seht ihr ja. So, das heißt, einmal wieder hier entlang und ihr seht jetzt, oh nein, jetzt mache ich die ja kaputt. Das heißt, ich muss die einfach eins weitersetzen. Hier müssen jetzt überall Spinnweben hin, Freunde. So, und das ist natürlich auch gar nicht mal so einfach und vor allem nicht, wenn... Was ist das denn für ein Geräusch, was dieser Mutanten-TV-Man da immer von sich gibt, Alter? Freunde, das macht mir richtig, richtig dolle Angst. So, okay, wir machen jetzt einfach mal so hier alles weiter. Okay, dann bis hierhin. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, perfekt. So, und ich glaube, das hier müssen wir nochmal alles ein bisschen anders bauen, beziehungsweise wegmachen, denn sonst geht das ja immer hier kaputt. So, Freunde, perfekt. Dann einmal hier noch alles weg. Bauen. Sehr schön. Und so, wo haben wir denn die restlichen Kakteen? Einmal hier zwei und aua, aua, aua. Ah, diese Dinger sind echt richtig, richtig pieksig. So, und den Rest machen wir jetzt einfach mal hier entlang. Ihr seht's, das sieht doch schon richtig gut aus, Freunde. Jetzt hier nochmal die Spinnweben weiter. So, perfekt, Freunde. Ich würde sagen, den Rest mache ich jetzt gleich nochmal allein fertig, aber die Base sieht schon richtig, richtig gefährlich aus, Freunde. Ich freue mich ultra, die jetzt zu Ende zu bauen. So, Freunde, ich bin jetzt hier wieder auf der Base mit dem Lautsprecher zusammen und ich habe mich entschieden, hier weiter zu bauen. So, ihr seht, das ist alles schon mal richtig wichtig, dass wir hier so eine sichere Base haben. So, und Freunde, der Mutanten-TV-Mann steht direkt vor uns. Wir müssen uns beeilen. Ach du grüne Neune. Moment mal, Moment mal. Jetzt wird es langsam spannend. Wir platzieren mal ganz kurz hier die Kameras noch außen hin. So, hier zwei. Dann hier nochmal zwei. Dann haben wir insgesamt vier Stück. Dann noch vielleicht eine von hinten, dass wir die irgendwie, dass wir alles von hinten irgendwie im Blick haben. Also hier nochmal eine und hier haben wir einen Monitor. Ja, haben wir. Perfekt, Freunde. Ach du grüne Neune, der ist schon viel, viel näher gekommen. So, die Kamera gilt es jetzt zu verbinden. So, und hier hinten auch noch, Freunde. Perfekt, Moment. So, und einmal so. Okay, also Lautsprecher, wir haben nicht mehr lange Zeit. Der Mutanten-TV-Mann steht schon quasi direkt vor uns. Wir müssen noch die Geschütze, Freunde, Geschütze. Wir brauchen unbedingt Geschütze, sprich hier ein Geschütz hin. So, sehr gut. Dann hier ein Geschütz hin. So, hier hinten noch ein Geschütz hin. Und hier noch ein Geschütz hin. Sehr schön, Freunde. Perfekt. Unsere Base wird jetzt immer sicherer und sicherer. So, schaut's euch mal an. Wir müssen kurz hier rüberspringen. Oh. Synthi, jetzt stehst du hier wirklich mitten im Spinnweben. Moment mal, Moment mal. So. Okay, Freunde, jetzt gilt's darum uns... Warte mal. Seine kleine Mini-Armee ist wieder hier, oder was? Wartet mal. Freunde, die Mini-Armee ist wieder hier unten. Was wollt ihr denn von mir? Lasst mich in Ruhe. Nein, Freunde, ich glaube, es kommt gleich zum Kampf. Wir müssen uns ausrüsten für den Kampf. Lasst mich in Frieden, ihr kleinen Winzlinge. Freunde, aua,
Aua, die sind einfach so stark. Ich habe nur noch 4 Herzen. Nein, Freunde. Ich darf doch jetzt nicht schon gegen diese Winzlinge sterben. Nimmt das hier, ihr Minis. So. Wow, Freunde. Es wird langsam knapp. Wir müssen uns die richtigen Waffen jetzt holen, glaube ich. Mit diesem Diamantschwert haben wir lange keine Chance mehr. So. Nein. Der macht das gut. Der macht das echt richtig gut, dieser Winzling. Kommt schon, Freunde. So, jetzt aber. Jetzt müssen wir uns so einen holen. So, nimm das. Oh, Freunde. Ja, den... Okay, Freunde, wir haben sie. Es wird Zeit, Freunde. Wir müssen uns jetzt unsere richtige Ausrüstung holen, weil sonst haben wir langsam keine Chance mehr. Haben wir hier noch irgendwas, was wir brauchen? Ich glaube nicht. Das Bett nehmen wir uns auf jeden Fall auch mit. So, Moment mal. Also, wir brauchen auf jeden Fall einiges an Waffen, Freunde. Das machen wir. Wir brauchen zum einen hier eine Waffe. Dann nehmen wir die Waffe mit. Freunde, sollen wir uns auch so eine Bazooka mitnehmen? Das machen wir. Kommt schon. Okay, das wäre geschafft. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine richtige Rüstung, Freunde. So, die ziehen wir uns auch direkt an. Sehr schön. Das heißt, wir haben diese Schussweste und die normale Rüstung. Bogen nehmen wir auch noch mit. Und sonst, Freunde, was brauchen wir denn sonst noch? Diese Kiste, Freunde. Komm, wir fragen mal, ob wir die Kiste gleich öffnen dürfen. Granaten nehmen wir noch mit. Die kann man auch nie genug haben. Und ich würde sagen, jetzt legen wir uns erstmal ein kleines Bettchen hier hin. Machen es uns gemütlich, Freunde. Ich glaube, sonst kommt dieser Mutanten-TV-Mann schneller, als wir denken. Nochmal unser Inventar hier richtig sortieren. Habe ich die Pfeile mitgenommen, Freunde? Nee, die Pfeile brauche ich natürlich auch noch. Wir testen einmal ganz schnell, ob der Kameramonitor überhaupt funktioniert. Na, Freunde, irgendwie... Wartet mal, doch, er funktioniert. Das heißt, wir haben alles im Blick, Freunde, wenn hier irgendwas passieren sollte. So, jetzt fragen wir noch einmal den Lautsprecher. Lautsprecher, kannst du uns bitte den Schlüssel geben für diese Kiste? Das wäre richtig lieb von dir. Bitte. Beeil dich, er ist hinter der Wand. Ja, machen wir, Freunde, es wird jetzt auch schon dunkel. Kommt schon, Freunde, hinter welcher Wand denn? Was meint er denn damit? Hier oder was? Hier ist doch keine Kiste oder sowas, kein Schlüssel, den wir brauchen. Ah, Freunde, schaut mal hier. Hier ist nun so eine Kiste und hier ist ein Master Key drin. Also, Freunde, wer nicht so gut Englisch kann, Master Key heißt sowas wie Meisterschlüssel oder so ein Schlüssel, der für alles funktioniert. Und kommt schon mal gucken, ob wir damit diese Truhe öffnen können. Und, Freunde, schaut mal, wir konnten sie öffnen. Hier ist ein Spawn-Ei drin. Moment, wir legen alles mal wieder ganz kurz zur Seite, diese Kiste hier rein. Und was steht denn da? Mini-Lautsprecher, Freunde, wir haben ein Spawn-Ei für einen Mini-Lautsprecher, also quasi die Mini-Version von ihm hier. Ich würde sagen, Freunde, die platzieren wir einfach mal in 3 Sekunden. 3, 2, 1, jetzt! Boah, Freunde, schaut mal, wie süß! Wir haben jetzt einfach noch so einen Mini-Lautsprecher bekommen, der auch so eine coole Bazooka hat. Wie cool ist das denn, Freunde? Richtig, richtig cool. Ich würde sagen, jetzt haben wir aber auch dieses Geheimnis gelüftet und jetzt geht es darum, dass wir uns erstmal hinlegen und warten, bis uns dieser Mutanten-TV-Mann angreift. Freunde, ihr seht's, seine Mini-Armee ist immer noch da. So, wir können nochmal schauen, ob wir die besser sehen von hier. Ja, Freunde, ihr seht's, die Mini-Mutanten-TV-Man-Armee ist schon fast da. Ich würde sagen, es wird Zeit, um uns jetzt mal aufs Ohr zu legen, schlafen zu gehen, dass wir morgen gut ausgerüstet sind, um gegen dieses böse Monster zu kämpfen, Freunde. So. Ah, ich bin schon fix und fertig. Wir sehen uns morgen früh. Oh, Freunde, der Alarm hat mich geweckt. Wartet mal, was ist los, Lautsprecher? Sind Sie schon da oder was? Und, wow, Freunde, hier ist einfach der Mutanten-TV-Man und seine ganze Armee. Geht weg hier, ihr kleinen Winzlinge. Kommt schon, nehmt das. So, nimm das. Jawohl, Freunde, wir haben den ersten. Was möchtest du? Wir möchten mal den großen hier. Boah, Freunde, er kommt nicht durch wegen unseren Spinnenweben. Die kleinen aber schon. Kommt schon. Geht doch in die Lava, ihr Winzlinge. Oh, kommt schon, was will er von mir? Boah, Freunde, komm. Jawohl, den nächsten haben wir auch erledigt, Freunde. Und nein, wir sind ja komplett umzingelt von denen hier, Alter. Oh, Freunde. Boah, zum Glück gehen sie nicht in die Lava rein. Die schreckt sie so ein bisschen ab. Kommt schon. Was willst du von uns? Hier. Boah, Freunde, dem haben wir es gezeigt. Noch einmal mit dem Bogen hier. Sehr schön. Und erst dann müssen wir uns, glaube ich, um diese Winzlinge hier kümmern. Moment, wir schießen mal auf sie mit dieser Pistole. Ja. Kommt schon, nimm das hier. Jawohl, den nächsten haben wir, Freunde. Hier sind ja noch viel mehr. Boah, Freunde, ich wäre fast in die Lava geflogen. Okay, nochmal Glück gehabt. Die schnappen. Boah, Freunde, das war ein Fehler. Oh Gott, da darf ich niemals wieder rübergehen. Da sind ja noch viel mehr von denen. Oh, Freunde. Nein.
Lasst mich in Frieden alle hier. Okay, Freunde, es wird, glaube ich, bald Zeit für die Bazooka. Meine Waffen sind leer. Freunde, meine Pistolen sind ja schon leer. Nehmt das hier. Noch einen Schuss hier mit. Ja, Freunde, nein. Unsere Waffen sind leer. Wir müssen nur noch mit... Was haben wir noch hier? Ja, okay, wir haben noch die Bazooka, aber die macht uns ja selbst dann tot. So, nehmt das und das und das hier, Freunde. Kommt schon, die sind echt stark. Ja, die nächsten haben wir, die nächsten haben wir. Sehr gut, Freunde. Jetzt geht's im letzten Kampf gegen ihn hier, gegen den Mutanten. Oh nein, Freunde, hier ist ja noch einer. Heute ist es ja richtig spannend, richtig, richtig spannend. So, nimm das, Mutanten-TV-Man. Komm schon, komm her, dich kriegen wir, dich kriegen wir. Ja, okay, Freunde, wir haben ihn echt gut unter Kontrolle eigentlich. Oh, oh nein, noch einer von hinten, von diesen kleinen Winzlingen. Komm, nimm das, okay, den nächsten haben wir auch, Freunde. Zack, zack, nimm das hier. Mein Bogen ist viel stärker, als du es bist. Ja, Freunde, sehr schön. Ich glaube, wir haben ihn gleich bezwungen. Wir gehen mal ganz kurz hier raus und greifen mit dem Schwert an. So, nimm das hier, nimm das. Jawohl, das sieht gut aus, Freunde. Ja, wir haben ihn besiegt, Freunde. Wir haben alle Mutanten besiegt. Nur noch diese kleinen Winzlinge hier. Nimm das, zack. Und du steckst hier auch im Spinnweben. Sehr schön, Freunde. Zack. Und du kriegst den nächsten Schlag ab. Sehr schön. Komm doch raus, wenn du dich traust. Sehr cool, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir haben einfach mit der Hilfe vom Lautsprecher gegen den Mutanten-TV-Man gewonnen, Freunde. Wie cool ist das denn?